Feuerwehrmann geweht. Hör auf! Du trägst Wind, Alter. Mein Gott. Boah. Eingeschlafen. Nee, bist du nicht mehr gewohnt die ganze Zeit? Ich auch nicht. Weißt du, sonst geht's nicht. Ja, nur so. Hier, jetzt! U425er Gang, gib ihm alles! Mochi, Alter! Jetzt hier und schwarz raus auch noch. Eine richtige Landratte war das. Gehen wir baden, oder? Du, ich wollte gerade fragen, wollen wir eine Rennradtour machen? Ist eine Idee? Auch eine richtig geile Idee, oder? Mach mal. Oder? Und dann pöbeln wir ein paar Motorradfahrer. Ja, die Söhne. So ein Scheiß, oder? Ja, ja. Aber wie kann das bitte legal sein? Ich verstehe das nicht. Euro 4 legal. Ja. Bruh. Metal, Leute. Alter, Bruder, chill mal. Oi. Oh, aua. Oh, Junge. Alter. Junge. Huh. Raff dich mal. Alter, habt ihr gesehen, wie es mein Bike weggeweht hat? Junger Vater, boah, was geht denn hier ab? Boah, hallo. Boah, ich habe gerade übelst Sand gegen meinen Hals bekommen. Alter, tat das weh. Was macht die da? Ich habe keine Ahnung, was die da gerade macht. Die denkt sich, ah ja, Wind, da fahren wir mal ganz auf die andere Spur. Junge, Junge, was geht hier denn ab? Ich will eigentlich gerade heimfahren. Alter. Jetzt mal nach rechts gucken. Alter, boah, Junge, Junge. Oh, Alter, was da gerade für ein Wind kam. Schaut euch das mal an. Ey, da drüben geht es gerade richtig ab. Da ist richtig Feuer im Kessel. Ich glaube sogar das Auto vor uns wurde gerade übel weggeweht. Junge, Junge, Junge. Drei Tage später. Viele Monate später. 3000 Jahre später. So krank das Ding. Das ist ein geiles Ding. Ey, ohne Witz. Wenn Safety Car draußen ist, wisst ihr? Da muss man mal kurz warten, das ist richtig, ja. Rennleitung ist da gewesen, hat gesagt, hey, Strecke ist zu unsicher, Safety Car muss raus. Haben sie jetzt kurz rausgeschickt, wie man sieht. Und gleich gibt es die Strecke frei. Und ja, dann ist offen. Also dann können wir auch fahren. Noch ist die Strecke nicht freigegeben. Ja, das sieht man an den roten Pollern, die oben dran sind. Deshalb ist die Strecke nämlich nicht freigegeben. Wird sie aber gleich. Der erste Night Ride mit der wunderschönen GS. Und gleich geht's auf die Autobahn. Und ich bin gespannt, wie gut sie sich schlägt. Oh, okay, da vorne ist eine Kurve. Ach, langsam machen. Oh, ey, ehrlich, ich traue diesen Reifen einen Scheißdreck. Aber kein Problem, weil wir haben Leistung. Wir können auf der Geraden jetzt voll beschleunigen. Komm, den holen wir uns. Guck mal, was ist mit dem Ding los? Das geht ja wie Sau. Junge, 140, das Ding ist so schnell, Mann. Danke, schön auf die linke Spur. Kommt jemand? Nee, frei. 170, komm. Und alles raus, Mann. 185. Und jetzt ist begrenzt. Oh, schade. 185, nicht schlecht für 45 PS. Und das war jetzt wirklich nur ein ganz kurzer Versuch. Und hier ging es sogar bergauf. Ich glaube, ich muss hier mit dem Bike unbedingt mal einen Topspeed-Test machen, oder was sagt ihr? Ich glaube schon,
Alter, dieses Bike ist so geil, Mann. So, jetzt gucken wir uns mal geschwind an. Also, oh nein. Also, oh nein. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein. Oh Gott. Fuck. Ich flipp aus. Sie stand auf dem Ständer, ist vorgerollt und ist umgefallen. Scheiße. Sie ist vorgerollt. Sie stand auf dem Ständer und ist einfach vorgerollt. Ach, scheiße, Mann. Mann, ey. Oh Gott, fuck mich doch nicht ab. Scheiße, ey. Oh. Ja, ihr habt's gesehen, mir ist ein kleines Malörchen passiert. Ich wollte dazu jetzt einfach noch zwei, drei Worte loslassen. Jetzt, wo ich gerade auf einer anderen ZX6R sowieso hock, möchte ich noch mal kurz was zu erzählen. Also mir ist ja die wunderschöne ZX6R da umgefallen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, deshalb möchte ich da auch noch mal kurz was zu sagen. War natürlich ganz klar mein Fehler. Ich habe es einfach nicht richtig abgestellt. Sie ist ein Stückle vorgerollt, noch mal so einen Millimeter vorgerollt. Ja, und dann eben ist der Ständer eingeklappt und sie ist umgekippt. Ich habe natürlich den Schaden auf meine Kappe ganz normal genommen. Also es war meine Schuld und dazu stehe ich auch. Natürlich, ganz klar. Und da will ich einfach nur ganz kurz mal sagen, an alle, die es noch nicht haben, schließt eine private Haftpflichtversicherung ab. Denn so eine Versicherung zahlt für sowas. Ich habe glücklicherweise keinen Cent von diesem Schaden jetzt zahlen müssen. Es hat alles die Versicherung übernommen, wo ich auch sehr froh drüber bin, weil das natürlich nicht gerade günstig ist. Die ganze Verkleidung war ja leider verkratzt und die Fußrasten und der Hebel und so weiter. Und das kostet schon so sein Geld. Deshalb, wie gesagt, sowas passiert einfach. Das, ich meine, das, was Robert mal umschmeißt, ist, passiert einfach oft, deshalb, besonders wenn ihr nicht eure eigenen Mopeds fahrt, sondern Mopeds von Kollegen oder so, schließt eine Haftpflichtversicherung ab. Und wenn sowas passieren sollte, natürlich zahlt die nicht für so Unfälle oder so, das ist wieder was anderes, aber gerade so umschmeißen, was mal schnell passiert, da kommen die dann für auf. Und wie gesagt, mir rettet das sehr viel, weil 1.500 Euro, jetzt mal kurz hinblättern, sorry, das geht jetzt nicht so. Deshalb, ja, wollte ich das jetzt nur noch mal kurz als kleines Schlusswort zu diesem Malörchen erzählen.